Wisst ihr, was mein Survival-Abenteuer ist? Bis zum Kühlschrank und wieder zurück. Da erlebe ich Dinge, du. Dinge. Wurde schon von Eisbären ein. Ja, ich bin stolz drauf, euch zu sagen, ich habe auch was Unglaubliches erlebt, denn ich habe meine eigene Geburt erlebt. Ne? Überlebt. Nicht erlebt. Überlebt. Ne? Also da bin ich schon stolz drauf. Und ich habe eine Urkunde. Also meine Mutter hat eine Urkunde bekommen, ne? So eine Geburtsurkunde, ne? Hätte ich eigentlich verdient, aber gut. Oh Leute, ich befinde mich hier in einer ganz brenzligen Lage. Ah! Top 10 Euter Glück gehabt. 10 Menschen, die Unglaubliches überlebten. Nummer 10, Michalina Lewandowska. Wenn die Beziehung nicht mehr zu ertragen ist, dann kann man ja auch eigentlich sich gemeinsam hinsetzen und Schluss machen. Auch wenn es nicht immer einfach ist. Übrigens, es gibt, kleiner Fun Fact, es gibt gerade ein TikTok-Video, das ein bisschen viral geht. Da ist einer, ich glaube aus dem 6. Stock, wenn ich mich nicht vertue, aus dem 6. Stock gesprungen. Und der ist im Auto gelandet, vorne an der Frontscheibe, ne, durch die Frontscheibe. Und hat so gut wie keine ich weiß zwar nie, wie das funktioniert, aber der hat so gut wie keine Verletzungen. Der wollte sogar raus aus der Frontscheibe, wo die Polizei sagt, nee, bleiben Sie mal bitte da, ne. Wir wissen jetzt nicht, was noch alles verletzt ist. Krank. Wenigstens kann man ja eine Textnachricht schreiben. Es ist nicht deine Schuld, es ist meine. Der Fabrikarbeiter Martin Kasprzak aus England jedoch wollte wirklich sicher gehen, dass er seine Verlobte Michalina Lewandowska nie mehr wieder sieht. Zusammen mit seinem Kumpel Patrick Boris griff er Michalina mit einem 300.000 Volt Taser an. Dann fesselten sie sie, packten sie in einen Pappkarton, fuhren sie in den Wald und begruben sie dort. Das alles, während sie noch bei Bewusstsein war. Der Erstickungstod drohte, doch die beiden hatten derweil nichts Besseres zu tun, als sich ihre Bankkarte zu nehmen, um mal ganz nebenbei 500 britische Pfund abzuheben. Währenddessen kämpft Michalina. Sie benutzt ihren Verlobungsring, um ihre Fesseln zu lösen und schafft es daraus. Sie entwickelte eine posttraumatische Belastungsstörung, doch die Gerechtigkeit siegte. Beide Männer wurden zu 20 Jahren Haft verurteilt. Ich frage mich da immer so, kann man dann nicht sagen, ey, ja, pass mal auf, wir setzen uns mal jetzt hier hin, wir müssen mal miteinander reden. So, warum muss man dann so drastische, vor allem dann noch die Kreditkarte mitzunehmen, aber warum muss man dann so drastische Maßnahmen und dann sagen, jo, ich bringe jetzt meine Frau oder so um? Halt, warum? Warum? Stehe ich nicht. Nummer 9, Matthew Croucher. 2008 überlebte dieser junge Mann hier von der Königlichen Marine Englands Unglaubliches und wurde auch noch zum Nationalhelden. Bei einer Aufklärungsmission in der Helmand-Provinz in Afghanistan spürte er eine Drahtfalle an seinem Bein. Ihm war sofort klar, dass er damit unwiderruflich eine Granate aktiviert hatte. Sofort schrie er alle weg und schaffte es irgendwie, seinen Rucksack zwischen der Granate und sich selbst zu platzieren. Hier mal eine grafische Darstellung der Situation. Er geht hin, winkelt die Beine an, um seine Brust zu schützen. Bei der Explosion wurde er durch die Luft geschleudert, doch außer etwas Nasenbluten und geplatztem Trommelfell blieb er komplett unversehrt. Hätte Matthew nicht so gehandelt, dann hätte es wahrscheinlich gleich mehrere Tote gegeben, da sich alle im tödlichen Umkreis des Sprengkörpers befanden. Für seinen Mut wurde er mit dem George Cross ausgezeichnet. Respekt, ne? Also wenn ich jetzt in der Situation wäre, ich würde sagen, ja, ist zu spät, ne? Ich würde gar nicht auf die Idee kommen in den Rucksack. Ich würde dann einfach sagen, komm, Kollegen, ihr müsst mal bitte ganz kurz hier wäsch, es macht gleich bumm, ne? Tut mir leid, aber es macht gleich bumm. Ich war so idiotisch und bin hier in die Drahtfalle reingelaufen. Ne, aber Respekt. Ne? Und der hat seine Kameraden gerettet. Tja, hast du toll gemacht. Nummer 8, Bahia Bakari. In einem Flugzeug abzustürzen gehört wohl zu den schlimmsten Albträumen. Doch für die 14-jährige Bahia Bakari wurde es bittere Realität. Am 30. Juni 2009 war Bahia gemeinsam mit ihrer Mutter an Bord des Jemenia Flug 626 von Jemen zu den Komoren. Das Flugzeug geriet über dem Indischen Ozean außer Kontrolle und krachte ins kalte Wasser. Bahia wurde dabei hinausgeschleudert. Sie konnte nicht schwimmen und hatte auch keine Rettungsweste. Sie hielt sich jedoch über Wasser, indem sie sich an ein Trümmerteil klammerte. Am Anfang konnte sie noch die Schreie anderer Überlebenden hören, doch nach einigen... Ja, ich höre so ganz kurz, so ganz langsam, ganz leise, es wird immer lauter, ja, es wird Zeit für Titanic 2, ne? In Stunden wurde es still.
Nach sage und schreibe 9 Stunden traf ein Suchtrupp ein und konnte die völlig erschöpfte Bahia retten. Sie erlitt zahlreiche Brüche, doch konnte das Krankenhaus schon wieder nach 3 Wochen verlassen. Alle anderen Passagiere des Flugs kamen ums Leben, darunter auch Bahias Mutter. Nummer 7, Robert Evans. Du glaubst, du hast oft Pech? Dann hör dir mal die Story von Robert Evans an. Eines Abends im September 2008 fährt Evans mit seinem Fahrrad eine Straße in Boulder, Colorado hinab. Plötzlich rammt ihn ein zu schnelles Auto. Der Fahrer begeht auch noch Fahrerflucht und wird nie geschnappt. Evans wird ins Krankenhaus gebracht und ist zum Glück nur leicht verletzt. Ja, das so wird ist er ja um nie 3 Pech, Uhr morgens Glück. Entlassen. Ne? Er entschließt sich, eine Abkürzung über eine enge Eisenbahnbrücke zu nehmen. Ein mächtig großer Fehler. Nur 8 Stunden nachdem er vom Auto erwischt wurde, rast ein mit Kohle beladener Zug direkt in Evans rein. Er wird von der Brücke geschleudert und anschließend wieder in das gleiche Krankenhaus gebracht. Ja, er überlebte beide Unfälle und zog sich lediglich eine leichte Gehirnerschütterung zu. Nummer 6. Ich glaube, ich habe ja Final Destination, also ich spreche jetzt wirklich von Fachwissen. Irgendjemand will, dass er stirbt. Ist halt Schicksal. Der hat seinen ersten Tod überwunden und jetzt wird er davon verfolgt. Das ist Schicksal. Pech gehabt jetzt, ne? Du wirst jeden Tag irgendwie selbst im Kaffee. Irgendwas wird im Kaffee dann sein, ne? Wird von oben irgendwas runterrieseln, vielleicht Quecksilber, ne? Kennt man ja, hat man ja an der Decke hängen. Also ich zumindest. Und rieselt in Kaffee runter und das wird er dann auch noch überleben. Ja. Aber die Leute in Final Destination kriegen es auch hin, ne? Also am Ende dann doch glücklich und zufrieden nach Hause zu gehen. Carlos ne? Rodriguez. Als Carlos Rodriguez 2012 verhaftet wurde, da er sich angeblich prostituierte, ging das Verbrecherfoto, das auf dem Revier gemacht wurde, um die Welt. Von vorne sieht er noch recht normal aus, aber von der Seite aus sieht man, dass ein großer Teil seines Schädels einfach mal fehlt. Laut eigener Aussage kam es dazu, nachdem er bereits mit 14 Jahren einen Autounfall hatte. Er selbst sei unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gefahren, verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug und wurde durch die Windschutzscheibe geschlagen. Wisst ihr, ich, es klingt zwar jetzt asozial, aber ich weiß immer nicht, ob ich dann Mitleid mit solchen Menschen haben kann, soll, darf, muss. Weil, ja, mit 14 Jahren sollte man eigentlich schon so reif sein und die Tragweite, die Konsequenzen schon im Kopf, im Gedächtnis eingespeichert haben. Ne? Ja, das weiß ich nie. Aber man könnte ja hier so in die Kuhle, könnte man ja so eine Blume, also ein bisschen Blumenerde drauf machen, ne? Samen und dann könnte man eine Blume wachsen lassen. Könnte man. Nur ein Beispiel jetzt. Schleudert. Dabei landete er mit dem Kopf zuerst auf dem Asphalt. Überleben konnte er nur dank einiger echt talentierten Chirurgen, die Teile seines Gehirns und Schädels entfernten, um den Druck des Gehirns in den Griff zu kriegen. Also liebe Freunde, es heißt nicht umsonst, don't drink and drive. Die Nummer 5, Peter Skillberg. Als der 44-jährige Peter Skillberg aus Schweden im kalten Monat Dezember 2011 vermisst wurde, befürchtete seine Familie schon Schlimmstes. 2 Monate lang hörte man nichts mehr von ihm. Eines Tages entdeckte ein Passant am Straßenrand ein komplett eingeschneites Auto. Der Passant entfernte den Schnee von der Windschutzscheibe und war schon ziemlich überrascht, dass sich etwas im Auto bewegte. Es stellte sich heraus, dass Peter die ganze Zeit lang in seinem Auto gefangen war. Durch das Gewicht des Schnees war alles blockiert. Er hatte kein Essen und überlebte, indem er Schnee aß, während es draußen bis zu -3 Grad kalt wurde. Er schlief auf dem Rücksitz des Autos. Ärzte sind verblüfft, wie er das überleben konnte. Wisst ihr, aber bei solchen Dingen, ne? Das ist ja eine übelst krasse Geschichte und ich freue mich für ihn, dass er das überlebt hat. Aber wisst ihr, was ich mir immer bei solchen Dingen immer wieder, der Typ muss ja irgendwie auf Toilette gegangen sein. Das heißt, er muss sich ja scheinbar ins Auto gemacht haben. Das muss doch eigentlich relativ pervers gewesen sein. Ich weiß, kein normaler Mensch stellt sich die Frage, so alle freuen sich, dass er überlebt hat. Aber sorry, ich stelle mir solche Fragen. Wie sieht das in dem Auto dann aus? Wo ist die Toilette gewesen? Ne? Wenn ich dann so höre, dass jemand 2 Tage am Berg hier ne, eingeklemmt ist, so, da muss man ja auch mal, ne, auf Toilette oder so. Das wäre mein erstes Problem. Ich würde erstmal denken, so, nicht scheiße, die Lage ist doof, sondern scheiße, wie gehe ich auf scheißen? Wirklich so.
Stefan Brandt von der Uppsala Universität vermutet, dass Peter seinen Stoffwechsel heruntergefahren hat, ganz so wie ein Bär, der einen Winterschlaf hält. Da ist die Nummer 4, Matthew Allen. Es kommt immer mal wieder vor, dass Teenager von zu Hause abhauen, aber die Geschichte des 18 Jahre jungen Australier Matthew Allen ist da schon etwas krasser. Matthew litt unter einer Lernbehinderung, verschwand im Dezember 2012 und entschloss sich auf eigene Faust ein Survival-Abenteuer zu starten. Er hatte kaum Wasser und Essen dabei. Wisst ihr, was mein Survival-Abenteuer ist? Bis zum Kühlschrank und wieder zurück. Da erlebe ich Dinge, du. Dinge. Wurde schon von Eisbären angegriffen, die kommen ja auch langsam hier nach Deutschland, ne? Also, war komplett allein auf sich gestellt. 9 Monate lang lebte er in der freien Natur und das unter grausamsten Umständen. Familie und Freunde leierten währenddessen eine umfangreiche Suche an, doch er war irgendwo im australischen Outback verschwunden. Dann gab es noch eine Hitzewelle mit rekordbrechenden 48 Grad Celsius. Als Matthew endlich von Wanderern gefunden wurde, lag er erschöpft am Boden. Er war nur noch ein Strich in der Landschaft, halb blind und Blutegel aßen bereits seine Beine weg. Er wurde in ein Krankenhaus in Sydney gebracht und wurde wieder vollständig gesund. Nummer 3, Sir Adrian Carton de Weird. Der britische Offizier Sir Adrian Carton de Weird erlangte den Ruf des untötbaren Soldaten. Innerhalb von 6 Jahrzehnten kämpfte er in 3 schweren Kriegen. Im Burenkrieg, im Ersten Weltkrieg und dann auch noch im Zweiten Weltkrieg. Dabei trafen ihn mehrere Schüsse im Gesicht, Kopf, Magen, Knöchel, Bein, Hüfte und dann auch noch am Ohr. Er verlor ein Auge, einen Arm und riss sich die eigenen Finger aus, weil ein Chirurg diese nicht amputieren wollte. Seine Kameraden beschrieben, wie er mit nur einem Arm kämpfte. Er zog die Sicherung der Handgranate mit den Zähnen raus und schmiss die Granate mit seinem verbliebenen Arm. Außerdem überlebte er 2 Flugzeugabstürze und entkam einer Kriegsgefangenschaft. Für Mut. Aber der gute Mann, der kann wenigstens eine Geschichte erzählen. Ne? Der gute Mann kann wenigstens wirklich mal flexen, wie man das auf Neudeutsch sagt, ne? Was können die meisten heutzutage sagen? Ja, ich war, passt mal auf, mit 50 Jahren war ich bei McDonald's. Da wurde ich von einer alten Omi überfallen. Die hat meine Kreditkarte geklaut. Ich hab's überlebt. Ne? Das ist jetzt auch nicht unbedingt so eine Geschichte, wo man so mit flexen muss, kann, soll. Tapferkeit bekam Mr. Unkaputtbar zahlreiche Auszeichnungen, darunter das begehrte Victoria Cross. 1963 starb er ganz friedlich im Alter von 83 Jahren. Nummer 2, Adolf Sachs. Er wuchs im 19. Jahrhundert in der kleinen belgischen Stadt Dinan auf und brach im Laufe seines Lebens so ziemlich alle Ungeschicklichkeitsrekorde. Schon im jungen Alter passierte ihm Unglaubliches und bei den meisten Unfällen hätte er wirklich draufgehen können. Er fiel aus dem 3. Stockwerk eines Hauses und schlug mit dem Kopf auf, trank Schwefelsäure, verschluckte eine Nadel, verbrannte sich bei einer Schießpulverexplosion, fiel auf eine brandheiße Gusseisenpfanne beim Lackieren, erstickte er fast und ertrank beinahe in einem Fluss. Selbst seine Mutter sagte, er sei vom Unglück verurteilt. Ja, wollte gerade sagen, Alter, da sehe ich irgendwie gerade auch gerade hier Final Destination Flashbacks, ne? Da die Mutti irgendwie, ne, das ist der Satan. Oder der Sohn von Satan, ne? Da die Mutti irgendwie, oder die Mutti hat irgendwie einen Vertrag mit Satan abgeschlossen, ne? Wenn das Plag auf die Welt kommt, will ich reich sein. Kriegst seine Seele dann dafür. Und wird es niemals packen. Toll, wenn das die eigene Mutter schon sagt, oder? Doch er hatte immer wieder Glück im Unglück und wurde am Ende stolze 79 Jahre alt. Und das Wichtigste, er erfand etwas, von dem du bestimmt schon mal gehört hast. Richtig, das Saxophon. Ne, kenne ich nie, noch nie gehört. Und wir kommen zur Nummer 1, Todd Andrews. Die Chance, von einem Hai angegriffen zu werden, liegt bei gerade mal 1 zu 4 Millionen. Es ist tatsächlich wahrscheinlicher zu sterben, weil man aus dem Bett oder von einer Leiter gefallen ist. Dennoch hatte 2007 ein gewisser Todd Andrews ganz schön Pech. An einem sonnigen Tag im August surfte er an der australischen Küste, als plötzlich ein 5 Meter großer weißer Hai auftauchte und ihn angriff. Er probierte Todds Körper zu halbieren und riss dabei große Fetzen seiner Haut ab. Todd blieb mit dem Bauch fest am Surfbrett, was letztendlich seine inneren Organe schützte und einen größeren Blutverlust verhinderte. Dann kam zusätzlich noch eine ganze Gruppe Tümmler angeschwommen, die sich jedoch als hilfreich erwies, da sie einen Schutzring um Todd bildete. Glücklicherweise konnte er gerettet und ins Krankenhaus gebracht werden, doch er verlor eine Menge Blut und musste sich einer langen Physiotherapie unterziehen.
Unfassbar, aber wahr, schon nach 6 Wochen stand er wieder auf dem Surfbrett. Jetzt müsst ihr euch eins klar machen im Kopf. Es gibt Leute, die sterben dann, weil sie zu fest drücken auf Toilette. Ja, ist so. Und dann gibt es dann Leute, die sowas überleben. Ne? Wenn ich zum Einsatz gerufen würde, ja, wir haben hier, du müsstest mal gucken, weil der Arzt will jetzt keinen Totenschein für einen natürlichen Tod ausstellen, du müsstest mal drüber gucken. Ja, und dann auf einmal untersucht man den und stellt man so fest, ja, er hat zu fest gedrückt. Sorry, da würde ich erstmal, ja, lachen. Ja, doch, ich würde lachen. Ich würde eindeutig lachen, es tut mir sorry, aber ja. Wow, weil ich wüsste, das sind ja wahnsinnige Überlebensgeschichten, oder? Seid ihr auch schon mal in eine richtig brenzlige Situation geraten? Schreibt es mir in die Kommentare unter das Video. Hat euch das Video gefallen? Dann wird euch bestimmt auch das Video 10 unsterbliche Menschen gefallen. Und sehr spannend ist auch das Video 10 Stars, die nur knapp den Anschlägen von 9/11 entkommen sind. Schaut es euch an, ich wünsche gute Unterhaltung und sage wie immer am Ende auf Wiedersehen. Ja, krass. Nee, jetzt mal ohne Spaß, also ich finde das immer heftig, was man überleben kann, ne? Wenn der Körper anfängt, in diesen Überlebensmodus zu gehen, kann man eigentlich so gut wie alles überleben. Man kann wirklich alles überleben. Das ist unfassbar krass. Und ich glaube, wenn man seinen Körper besser, manche können es vielleicht unbewusst von Anfang an schon, manche machen es dann in Kloster oder in irgendwo ein Tempel, ne, also irgendwie was Buddhistisches, ist ja egal, wie man irgendwie lernt, seinen Körper zu kontrollieren. Und ich glaube, viele Menschen, die dann sterben, weil sie vielleicht auf Toilette drücken, hätten die mal vorher sich den Körper richtig nochmal angeguckt und hätten das irgendwie gelernt, die hätten das überlebt, ne, die hätten das überlebt. Ja, ich hoffe natürlich da draußen, niemand von euch passiert das, ne, passt auf euch auf, ne, man könnte jetzt von Jabber sagen, die Welt ist böse, ne, ist sie ja auch, Mann, ja, guckt unbedingt das Original-Video an, lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst der Watchhand da, auch wenn der Kanal nicht mehr aktiv ist, trotzdem unterstützen, vielleicht kommt der irgendwann wieder, ja, und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, haut rein und tschüss.